Ich war spazieren mit meinen Eltern und bin dann zusammengefallen. Und meine Eltern haben das eigentlich zuerst nicht so ernst genommen, dass ich nicht aufsterben kann. Dann habe ich bei Papa aufgeholfen, weil er dann gemerkt hat, dass ich wirklich nicht mehr aufkomme. Und ja, dann sind wir halt ins Krankenhaus gegangen. Dann sind sie halt draufgekommen. Ich habe eine Halbseitenlähmung, weil sie mir eben einen Tumor entfernt haben. Der war frontoparietal. Und dann ist mir halt die rechte Seite ausgefallen. Also zuerst einmal der Arm und das Bein, das Sprachzentrum. Also man kann sagen, alles eigentlich. Das Sprachzentrum ist dann sehr bald wiedergekommen, weil ich habe nur so Wortfindungsstörungen gehabt. Und ja, ich habe ziemlich viel Schmerzen gehabt und er hat voll oft gekrampft. Und ich habe nicht gescheit schlafen können, weil er eben in der Nacht erkrampft hat. Und es ist einfach jetzt viel besser und lockerer, auch da beim Oberarm. Ziemlich bald, am Anfang von der Therapie, so glaube ich, dritte oder vierte Mal, da hat er dann auf einmal von selber so, habe ihn in die Luft gekommen und dann hat er so komische Dinge zum Machen angefangen. Sowas und sowas, also irgendwie halt. Ich kann jetzt ein Glasl tragen und ja, auch allgemein, dass ich stärker, also kräftiger geworden bin und meine Kraft einfach mehr fokussieren kann. Und ich kann mir auf der Seite einen Zopf binden. Und es ist einfach viel besser, dass er jetzt nicht mehr so viel krampft, weil ja, da kann ich einfach besser schlafen. Die Marlene ist ja eine von unserer jüngsten Patientinnen. Sie ist ja gerade halt volljährig geworden, bis bei uns die Therapie begonnen hat. Sie hat halt eben große Probleme mit der Sensibilität und auch mit der Kraft gehabt, mit der Feinmotorik, wo sie eben relativ schnell Veränderungen gespürt hat, dass sie eben ein eigenes Leben entwickelt hat, was man eben bei ganz vielen Patienten immer wieder beobachten. Dass eben das Erste, was gespüren, so ein eigenartiges Eigenleben ist von der Hand, das was jetzt gar nicht willkürlich ansteuern. Und bei den Patienten, die was eben das verspüren, haben wir bis jetzt immer sehr, sehr gute weitere Erfolge erzielt. Bei der Marlene, man merkt immer, dass sie extrem gut ist bei der Bewegungsvorstellung und durch das hat es eben auch schon Verbesserungen eben in der Sensibilität und auch in der Feinmotorik gegeben. Ich denke, dass bei der Marlene noch sicher ganz viel drinnen ist, dass das Gehirn noch formbarer ist als bei Älteren und dadurch eigentlich die Therapie sich noch viel positiver auswirkt.